Einen wunderschönen hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich bin der Dennis. Willkommen bei Türkei auf Deutsch. Ja, 2 Wochen ist es her. 2 Wochen habt ihr nichts von mir gehört. Was ist in den 2 Wochen passiert? Ja, ein bisschen abgespannt, würde ich sagen. Oder Frau, haben wir ein bisschen abgespannt? Wow, entspannt. Ja, wir haben natürlich trotzdem gearbeitet. Wir haben unsere Kunden trotzdem weiter betreut. Wir haben trotzdem Begehungen gemacht. Wir haben trotzdem die eine oder andere Aufnahme noch gemacht. Aber im Moment sind wir so ein bisschen im Umbauen, neue Möbel, neues dies, neues das. Heute Thema neue Küche. Sollte eigentlich kommen. Müssen wir aber hingehen. Wir müssen auch noch ein paar Sachen einkaufen für die Küche. Ich krieg Ja. endlich meine Mikrowelle. Ne? Seit 6 Jahren, 7 Jahren sind wir verheiratet. Ich Ja. durfte niemals eine Mikrowelle haben übrigens. Jetzt bekomme ich meine Mikrowelle. Ist halt praktisch, wenn man mal schnell was aufwärmen möchte. Und ja. Frau hat ein bisschen ausgemistet, die Küche, seit Komm. gestern Abend und hat festgestellt, wir haben viel Scheiße, oder? Ja. Also starten wir. Ja, wir sind jetzt gerade in Gammel-Look. Gammel-Look, genau, wir haben ja schließlich Sonntag, links, ne? Rechts? Geradeaus. Ja, beides geradeaus. Ja, wie ihr seht, sind wir in Mahmutlar. Wir fahren jetzt zum Ceza-Eve. Keine Sorge, ich muss nicht in den Knast. Spaß. Ja, da treffen wir uns mit unserem Küchenbauer, ne? Und In dann, Richtung Ceza-Eve. ja, Richtung Ceza-Eve. Ja. Und dann schauen wir uns mal den Küchenkorpus an, was er da so gemacht hat. Sind die Türen eigentlich auch fertig? Schatz, ich werde auch jetzt überrascht, was da alles ist. Ich weiß Also. nur, dass sie heute die Küche abbauen wollen und der Installateur muss ja kommen. Wasser und so muss verlegt Ja. werden. Ja. Nächste. Kann man nichts mehr ändern. Wir lassen uns überraschen, was da kommt. Wie immer, wir machen alles so. Ja, es ist. Es klappt. Türki. Nee, Türkistan. Spaß. Also, wir haben schon über einen Monat auf die Küche gewartet. Ich glaube, zwei. Anderthalb. Ja, das war aber immer so, der wollte halt, dass wir dies aussuchen, das aussuchen und wir haben das wegen der Arbeit halt nicht geschafft. Und ja, Alhamdulillah wegen der Arbeit. Alhamdulillah wegen der Arbeit. Und wir haben das jetzt mal ein bisschen alles nachgeholt. Deswegen habt ihr jetzt auch eine Weile, wie gesagt, nichts gehört. Und eine Zeit lang haben wir auch dann so 2, 3 Tage gechillt. Wir wollten einfach Ja, innere Einkehr haben. in der Reinkehr, genau. Die hat man hier übrigens auch. Soll ich sagen, was hier öfters mal passiert in Mahmutlar? Guckt euch mal die Häuser an. So, was kann man vom Balkon vom 12., 13. Stockwerk machen? Es sind zu viele. Es sind zu viele runtergesprungen, runtergefallen, runter. Ist Ja. nicht schön, ist nicht Nee. witzig. Ich weiß nicht, was einen Menschen dazu vertreibt, Ich auf habe dem auch keine Balkon Ahnung. zu springen. Vom Balkon, ja, das sind wirklich, also Medien, das ist wirklich jede Weile Mahmutlar Ghetto. in the ghetto, yes. Ja, aber viele mögen das, weil das so voll ist. Hier ist Ja? immer Action, viele mögen das, aber ich muss das nicht haben. Nee, ich auch nicht. Nee. Also, Ist schön, Essen, Spaß haben, Restaurantbesuch und so. ja. Alles schön und gut, aber leben könnte ich hier nicht. Und viel Spaß, die im Das ist 13. auch Stockwerk. so typisch Türkei, ne? Habt ihr jetzt gerade gesehen? Ja, also ihr seht es ja, wenn man so ein bisschen sich umschaut. Wir haben hier viele Läden in Mahmutlar. Das ist halt, was die Leute an Mahmutlar halt mögen. Wenn man so ein bisschen abgeschiedener sein möchte,
dann ja, geht man halt in die Berge oder so. Nicht unbedingt in die Berge, sondern außerhalb. Ja, außerhalb, ja. Ja, wer aber, okay, wer trotzdem so mitten in Mahmudlar sein möchte, ist dann zum Beispiel 5 Minuten von Mahmudlar nur entfernt. Das stimmt. Man muss ja nicht direkt Zentrum Mahmudlar wohnen. Ne, es gibt ja jetzt nicht nur die Straße, wo wir jetzt hier gerade fahren, sondern gibt ja, ist ja der Stadtbezirk mit, glaube ich, der größten Einwohnerzahl, auch 60.000, 70.000 Einwohner hier. Alleine inoffiziell, glaube ich. Ja, ja, offiziell. Inoffiziell ist wahrscheinlich höher. Ja, so ist es halt eben hier, ne? Aber wie gesagt, man kann hier ganz gut essen gehen. Wir haben ja auch das ein oder andere Restaurant, was wir immer wieder regelmäßig aufsuchen. Wir gehen sowieso viel zu viel essen auswärts. Wir kochen gar nicht mehr. Du kochst ja jetzt nicht kannst mehr. Na klar, als ich gekocht habe, hast du gesagt, warum kochst du denn? Ich wollte draußen essen. Nee. Ja, ist auch bequem. Ja, man gewöhnt sich halt dran. Was soll man machen? So ist das halt. Ja, draußen, okay, ist immer lecker, aber wenn man zu Hause kocht, hat es einen anderen Geschmack, anderen Filet. Und ich kann verdammt gut kochen. Das stimmt, du kannst gut kochen. Kochen. Ja, hier ist einer. Und verstellt euch nie, ne? Wie? Allgemein, nicht verstellen. Wer sei immer du selber. Tu ich ja. Also. Das ist so. Pünktlich zum Erwärmen wären wir auch schon da. Wir gehen einfach mal rein, würde ich sagen. Oh! Merhaba, işte hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. So sieht das aus. Da kommt der Busdolap hin. Haben sie eigentlich ganz schön gemacht. Jetzt muss ich nur noch mal schauen, wo ich die Mikrodalga, also Mikrowelle herkriege. Müssen wir auch noch kaufen fahren und Spülbecken brauchen wir noch ein neues Marmorplatte. Auf jeden Fall soll die das noch einmal montieren. Schauen wir mal. Ja, heute ist wieder richtig schwül, stelle ich fest. Boah. Lieber trockene Hitze als diese Schwüle, aber gut, okay, kann man nichts machen. Mal schauen, was wir gleich noch alles anstellen, bevor die Küche ihren Weg zu uns nach Kargecak findet. Ja, ich zeige euch noch mal was. Ach, mir läuft die Brühe runter. Übrigens bei diesen Temperaturen, Tipp von einem, der 5 Jahre hier ist, im Auto, immer ein Handtuch haben, weil, ihr wisst schon warum. So Leute, dieses ganze Areal hier, das ist der Knast. Das ist der Knast von Mahmudlar. Nein, nicht von Mahmudlar alleine, sondern das ist das Jezaeve, das Gefängnis. Ja, zu erkennen an dem dezenten Stacheldraht, an den NATO-Essen, das ist es, glaube ich. Ja. Für uns heißt es jetzt wieder nach Hause, weil die wollten in der Stunde das abbauen, zu uns nach Kargecak kommen, die alte Küche abbauen, die neue einbauen. Wir haben jetzt noch kein Granit, haben wir noch nicht. Können wir auch heute nicht kaufen, heute ist Sonntag. Mikrowelle können wir auch nicht kaufen, Sonntag. Ja, was soll man sonst sagen? Gehen wir noch was essen? Nee, haben wir keine Zeit mehr für, ne? Gut, pack mal.
brauchst eine höhere Maschine, glaube ich. Ja, meine Frau hat richtig erkannt, ich brauche eine A7 oder so. Ja, aber eine Tiffel lohnt sich nicht mit den Preisen. Nee. Nein, die Preise wirklich, Leute, also die sind jenseits von Gut und Böse. Dafür würde ich für eine Immobilie dann investieren. Klar, machen wir ja auch so. Also, ja, wir haben ein Auto, umgerechnet waren es 40.000 Euro. Jetzt kostet 45. Aber mehr würde ich nicht geben. Nee. Also, wenn ich für 100.000 Euro ein gescheites Auto kriege Richtung AMG, kann auch zweiter Hand sein, dann würde ich das ja machen, aber nicht 300.000 Euro. Das ist Quatsch. Verschwendung. Ja. Ja, jetzt kommen wir gleich wieder an unseren Strand, die Perle. Ne? Haben auch schon lange nicht mehr, ne? Ja, aber 2 Wochen, genau. Ja, irgendwie so. Also wir hängen nicht nur am Strand, nur mal so nebenbei. Mein Leben bestellt nicht. Ich war, glaube ich, das letzte Mal im August letzten Jahres im Meer. Ja, manche haben viel Zeit, die gehen dann gerne. Und manche, die arbeiten, haben nicht viel Zeit. Das ist der Unterschied. Und schon wären wir wieder in Kargejak angekommen. Wir haben den besten Bäckerei, den Bäckerei, der, wir die, haben die, die, Bäckerei. Die das beste Bäckerei, genau. Keine Ahnung, ich habe Deutsch sowieso verlernt. Kargejak, die Jungs kommen gleich, da wird abgebaut, aufgebaut, hoffe ich. Und in der Zwischenzeit werde ich das nächste Immobilienvideo mal schneiden, was wir vor Tagen schon aufgenommen haben. Und danach geht es ab in den Pool. Ja, eine Stunde später steht vieles da, vieles dort, vieles dort. Wie viel haben wir verschenkt? Weiß ich nicht. Ein Wagen oder was voll, so ein Trolley-Dings da rum ist da. Ja, wir warten jetzt auf die Typen. Orhan, was da kommt. Mal schauen, ob Bin ich Orhan? Komm ich aus Schweinefresse. Nein, Spaß. Ja. Ich warte auf den Pool, ne? Ja, schon vieles leer. Das noch nicht. Hier auch noch nicht. Aber hier ist schon alles leer. Und hier kommen wir her, ne? Ja, heute aufgrund der Küche bleibt die Küche kalt, gibt Brot, macht aber nichts. Übrigens, ich habe die geilsten Kunden, habe ich ja schon erwähnt. Er ist jetzt ein Freund. Ja, natürlich Freund, ist quasi Familie. Tablet-Geschenk gekriegt für unsere gute Arbeit. Danke, Atte vom Kinder. Der liebe Faruk hat auch ein Tablet geschenkt bekommen von Apple. Wie heißen die Dinger nochmal? iPad, ne? Mini-iPad. iPad. Machen wir jetzt mal Product Placement und ein geiles Feuerzeug. Die Dentalpartner. Ja, wir warten noch immer. Kleine Stärkung, denn ohne Mampf kein Kampf. Also, weg damit. No.
Und ich präsentiere unsere neue Küche. Tada! Ja, ist ein ganz besonderer Stil. Das ist dieser Invisible Stil, also man sieht es hier nicht quasi. Was soll man dazu sagen? Es hat sich wohl herausgestellt, dass die es heute nur abbauen und nicht aufbauen. Willkommen in der Türkei übrigens. Hier ist ein bisschen was feucht, da muss der Dings da kommen, Maler heißt der, ne? Du musst es runterreißen, neu verputzen und malen und tralala und dies und das und jedes. Der Fliesenspiegel, den wir mit viel Liebe gemacht haben, machen lassen haben, wird getauscht gegen einen Glas, Schwarzglas, siehst du, wieder was gelernt. Wenn wir schon dabei sind, können wir eigentlich das scheiß Fenster rausreißen. Und dann? Linear Rossa rein, schwarz-matt. Ach. Wie mein Auto. Anyway. Ja, hat ja richtig super geklappt. Von meiner To-Do-Liste, was heute anstand, habe ich außer gearbeitet und Geld verdient nichts. Also nichts in Bezug auf die Küche. Das stimmt mir sehr unglücklich. Wir haben jetzt halb neun, viertel vor, wie viel später? Viertel nach acht. Viertel nach acht, Primetime quasi. Das Video wird heute nicht mal online gehen. Weil ich habe mich entschieden, ich gehe jetzt einfach mal in den Pool. Ja, Freunde der Sonne. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Also ich persönlich hatte ja eine andere Erwartungshaltung. Ursprünglich wollten wir ja das ein oder andere kaufen. Dummerweise haben wir Sonntag. Normalerweise haben die Geschäfte sonntags außer Möbelgeschäfte. Nächste, so kann man nichts machen. Wenn euch die Aufnahme mit der neuen Kamera gefallen haben, die sollten euch aufgefallen sein, dass da eine kleine Veränderung ist. Haut es mir in die Kommentare einfach mal eure Meinung, wie ihr das findet. Ich würde ganz gerne euer Feedback haben. Wenn euch der Kanal gefällt, bitte abonnieren, würde mich sehr freuen. Wenn euch das Thema Immobilien interessiert, Nova Property, Alanya, gerne abonnieren. Bleibt mir gewogen, einen wunderschönen Tag. Bis dahin habe ich die Ehre. Ciao, Leute.